Hallo und willkommen zurück zu Mass Effect 3. Wir sind ja immer noch auf der Erde, oder ja, wo sollen wir sonst sein? Und wir sind jetzt an dem Punkt an, dass wir da so eine Raketenfahrzeuge beschützen sollen. Und ja, die sollen dann nachher im Laufe der Mission einen Reaper kaputt machen. Und ja, da machen wir dann mal weiter. In der Hoffnung, dass wir auch gleich mal irgendwie was zum Safen kriegen. Wäre cool. Geht aber noch nicht. Oh, das sind keine aufgerüsteten Kannibalen. Das ist ja schön. Dieser Spot ist übrigens auch wieder eine Multiplayer-Karte. Beziehungsweise oder auch als Multiplayer verfügbar. Aber ohne diese Raketenfahrzeuge natürlich. Da ist die Artillerie! Aber die Kompanie wurde ausgelöscht! Commander, hören Sie mich! Nope. Major, wie ist die Lage? Der Strahl stört das Raketenziel-Suchsystem. Wir treffen den Zerstörer aber niemals mit der nötigen Präzision, um ihn auszuschalten. Verdammt! Edi, hören Sie mich! Jawohl, Commander! Irgendwelche Vorschläge? Ich könnte die Systeme der Normandy verwenden, um die Zielsuche der Raketen zu verbessern. Ausgezeichnet! Sie müssen einen Link von den Raketensystemen zur Normandy öffnen. Wird gemacht! Bam! Das war's. Ich sage Bescheid, wenn ich die Zielerfassung angepasst habe. Das hört sich gut an, Commander. Nein. Warten wir's ab. Hammer, hier ist Admiral Anderson. Die Reaper-Bodentruppen machen einen Vorstoß. Stellung halten und die Panzer beschützen, bis wir zum Schuss kommen. Sie haben's gehört. Bereit machen. Da sind sie! Waren das alle? Nee, das kann nicht sein, müsste eigentlich. Oh nee, da war gerade was. Shepard, schießen! Hallo! Oh Mann, ey, wie ich das hasse, wenn Deckung. Oh, das ist nicht gut. Lauf doch nicht vor, Jarvis. Das bringt überhaupt gar nichts. Yeah.
versucht, sie aufzuhalten. Aber sie haben unsere Trucks zerstört. Unsere Stellung wird überrannt. Ihre linke Flanke ist offen. Sie kommen in ihre Richtung. Tut mir leid, Sir. Achtung, Leute! Da kommen noch mehr! Verdammt! Wir sollten unsere linke Flanke decken! Wenn sie denn nur von links kommen, ist ja alles in Ordnung. Benji. Fokus auf die Benji. Benji. Noch eine Benji? Shiz! Als ob eine Benji nicht schon schwer genug wäre. Da haben wir auch noch die ganzen Furnace hier. Noch langsam Munition gebrauchen. Hier nicht eigentlich überall Munition rumliegen? Ah, wollte das sagen. In Ordnung. Sie haben es gehört. Zurück im Truck. Safe, no. Zielsuchsystem verbessert. Feuer. Kontere Interferenzen. Hat sie getroffen? Nope. Was ist passiert? Der Reaper ist noch zu nah an dem Strahl. Wir haben nur noch 2 Raketen. Und wir haben ihn nicht mal angekratzt. Der Reaper muss aus dem Einflussbereich des Strahls raus. Und näher zu uns. Commander, Hammer wird überall überrannt. Reaper-Bodentruppen nähern sich ihrer Position. Ja, so ein Glück. Wir kämpfen uns zu ihnen durch. Halten Sie durch, Commander. Halten Sie durch. Kila,
Wie kann es denn noch mehr von denen geben? Alle durchhalten. Wir schaffen das. Ja, müssen. Und wir zurück. Komm, komm, komm. Die Feinde sind im Anmarsch. Komm, wieder nach hinten. Oh. Uahahaha. Rein da! Shepard! Du dummes Stück Scheiße! Oh, was haben wir denn hier? Puh. Das ist so verrückt auf dem Schwierigkeitsgrad. Heuschrecke! Ah, natürlich. Alter Schwede, was haben die sich bloß dabei gedacht? Ich weiß ja, es ist Wahnsinn, der Schwierigkeitsgrad, ne? Aber das ist doch schon fast lächerlich hier. Man macht ja auch nicht mal Schaden an den Viechern hier. Also nicht wirklich. Wahrscheinlich hätte man sich den Raketenwerfer für die Heuschrecke aufheben sollen. Ja Leute, ihr dürft sie auch angreifen, das erlaube ich euch mal. Runter, 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 runter. Oh, hallo, Mr. Reaper. Zwei Benjis mal wieder. Granaten. Noch mehr? Das ist auch wieder so ein Ding, was erst dann triggert, wenn alles tot ist. Vielleicht sollten wir uns doch lieber erst auf die Benjis konzentrieren. Thank you.
Was? Noch eine dazugekommen? Fuck. Commander! Zerstörer ist in Reichweite. Oh. Raketen sind abschussbereit. Ja, aber ich habe gerade... Verstanden, Edi. ...kein Stealth. Okay, jetzt. Geschafft. Oh, Jesus. Ach, ein Glück kann man solche Sachen triggern, ey. Also war das nur abwarten, okay. Gut zu wissen. Ah, zu spät geschlossen. Er geht runter! Feuern Sie aus allen Rohren! Wow, diese Lores-Explosion. Zerstörer neutralisiert. Gute Arbeit, Edi. Shepard, wir sind auf dem Weg zu Ihrer Position. Ja, wurde auch Zeit. Verstanden. Wurde auch Zeit. Hier drüben! Gut, Sie haben es geschafft. Es sah nicht gut aus. Es wird schlimmer. Klar wird es das. Hackett hat gerade gemeldet, dass mehrere Reaper der Sovereign-Klasse, einschließlich des Vorboten, das Gefecht mit Schwert verlassen haben und hierher unterwegs sind. Des Vorboten? Dadurch kann Hackett den Tigel in Stellung bringen. Aber wir müssen ein Team auf die Citadel kriegen, um die Arme zu öffnen. Jetzt. Auch wenn wir das schaffen, wissen wir nicht, was uns auf der Citadel erwartet. Dann ist das unsere Aufgabe. Rausfinden, womit wir es zu tun haben. Also gut. Dann alle Abmarsch. Geben Sie mir Admiral Hackett. Der Tigel. Da kommt der Tigel. Jetzt oder nie, Admiral. Es geht los. Bestätige. Ich gebe den Befehl. An alle Schiffe. Hier ist Admiral Hackett. Tigel ist unterwegs. Ich wiederhole. Tigel ist unterwegs. Um jeden Preis beschützen. An alle. Jetzt geht's. Naja, vorher hat's nicht gegolten, oder was? Die Millionen, die gestorben sind. Creeper Reapers. Verfügbare Staffeln, Reaper aufhalten, die das Gefecht verlassen. Wir müssen Hammer mehr Zeit geben. Von hier aus geht's auf direkten Weg zum Strahl. Ein direkter Weg, auf dem die Reaper uns vernichten wollen. Wir müssen nur eine Handvoll Truppen durchbringen. Oh, nur eine Handvoll, was? Wir wussten, dass das ein Barbonspiel ist. So, ja, und bevor wir uns jetzt auf die Zitadelle begeben, würde ich sagen, gehen wir erstmal eine Runde und dann machen wir einen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye!